Der Marc vom Desiribidis hier und bei mir ist die Valentina. Du bist die Valentina. Du bist wie alt? Ja, 15. 15. Ist dein erstes Piercing? Hast schon in Ohren. Gott, in Ohren. Aber bei uns warst du noch nicht, gell? Doch, schon. Echt? Aber. Auch schon. Ich erinnere mich wieder nicht mehr, aber es ist immer so. Ich kann mir die Leute so schwer erinnern. Das ist hoffentlich. Wenn das ist was, das ist der Moment, dann bin ich jetzt echt schämend, ja. Aber dann bin ich froh. So, wir machen ein Zungenpiercing bei dir. Du bist ein bisschen nervös, gell? Ja. Kannst du die Maske nicht ausziehen? Die hängt irgendwie so blöd da. Ich glaube, das ist besser, du bist die ganze Zeit, glaube ich, angenehmer. Und genau. Betäubt haben wir es schon. Videos kennst du auch, also du weißt, was wir machen. Ich halte mir deine Zunge fest, du streckst sie mir raus. Schau mal kurz, wo das Zungenband läuft, dann stelle ich dir von unten nach oben durch, mach den Schmuck rein und das war's. Wir haben einen weißen Glitzerstein genommen, das heißt, oben haben wir einen weißen Kristall genommen, wie du es wolltest, und unten haben wir es ganz normal ohne. Ja? Ja. Gut. Gibt es Fragen vorher? Das mit den Pflegeprodukten. Will ich dir erklären nachher. Okay. Wenn ich ehrlich bin, weil du willst ihn lieber stechen, dann hast du es erledigt und dann erkläre ich dir die Pflege zum Schluss. Ja. Passt, darf ich deine Zunge noch einmal sehen, bitte? Von unten nochmal kurz? Ja, passt super. Danke. So, dann konzentriert sich jetzt nur darauf, dass du mir die locker rausstreckst, ja? Ich halte mir die dann fest. Kannst du nehmen. Und dann, einfach nur in der Hand, falls du ein bisschen sauber hast, was hast zum Auffangen. Das merkst du nicht. Aber normalerweise passiert das nicht. Aber nur, das ist zur Not. Das ist scheiter, wenn das da ist. Also du streckst die Zunge locker raus, lässt sie draußen, bis ich fertig bin und das war's, okay? Ja. Keine Sorge, wird schon schief gehen, ja? Ja. Gut, meine Liebe. Du bist ja amüsiert, wenn ich bin. Ein bisschen, ja. Ja, wenn du so jemanden mitnimmst, bist du selber schuld, ne? Ja, ich weiß, aber leider wäre ich, glaube ich, noch nervöser. Noch nervöser? Ja. Ich versuche mit zusammen. Ach, du kannst doch ruhig deinen Spaß haben. Ich finde das ganz amüsant, ja. Ich meine, die Valentina vielleicht nicht, die ist vielleicht nachher beleidigt mit dir, aber. Nee, nee, das will ich nicht, ne? Das geht mich nichts an, so. So, Zunge mal rausstrecken. Mach ein bisschen locker lassen. Locker lassen, alles klar. Du spürst ja jetzt schon. Ja, schau mal, ist schon. Und draußen Zunge draußen lassen, damit wir nicht reinziehen. War's okay? Mhm. Ausstrecken mehr. Ist drin. Ist schon sehr gut hier fertig. Die Mund zu machen. Das war's. Aha. Und was schlimm? Nein, nicht so. So, zahle her. Perfekt geworden, schön. Mit blutiger Situation. Passt. Einmal im Spiegel, bitte einmal in die Kamera schauen, wenn es geht. Da ist dein frisches Zungenpiercing. Und die böse Zuschauerin. Oha. Na, so böse war es jetzt ja gar nicht. Ich dachte, da kommt noch mehr. So, bitte ich mir mal kurz in Ruhe zum Anschauen. Gefällt dir? Aha, ja. Wie war's? War's schlimm oder? Nein. Ging, oder? Wurde Kugel und große Größe gemacht haben. Hast du es gar nicht gebraucht, oder? Nein. Kein Sabber. Gott. Also, das ist dein Zungenpiercing. Da sieht's aus, seht das nochmal, wie es aussieht. Oh mein Gott. Sie lebt noch, alles ist da und so wie es sein soll. Also, hier können wir die Pflege, weil du mich dann auch eh gefragt hast, das erkläre ich aber natürlich in jedem Video nie immer. Also wichtig ist, wir brauchen für das Zungenpiercing zwei Produkte, die Mundspülung und den Mundspray. Die beiden Sachen. Und wichtig, den Mundspray nicht den normalen Spray. Du nimmst zuerst deine Zähne gründlich putzen. Dann nimmst du natürlich die normale Zahnbürste, deine normale Zahnbürste, Elektrospray, ganz egal, putzt gründlich die Zähne. Ja. Wenn die geputzt sind, nimmst du bitte die Mundspülung. Da ist ein Messbecher drin, 10 ml reichen aus. Damit spülst du eine Minute lang aus und spuckst einfach wieder aus. Und trinkst nicht gleich danach, dann lässt es den Wirkstoff einfach im Mund. Kannst du ausspülen? Ausspülen und ausspucken und du bist fertig. Genau so. Ja. Tagsüber, nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, nimmst du bitte den Mundspray. Das heißt, den hast du bitte dabei in der Schule und wenn du unterwegs bist, bei allem, was man im Mund hat, der wird gesprüht. Ja? Okay. Hier bitte wirklich lieber einmal mehr als zu wenig. Zwei Sprühe, die macht einen guten Atem, guten Geschmack und du bist natürlich antibakteriell geschützt. Das heißt, da haben wir gar keine Probleme mit.
der Wundheiler, wenn du dich reintust. Ja? Ja. Rauchst du? Ja. Wenn es geht, 3 Tage nicht. Oder ganz wenig. Weil jede Zigarette ist schlecht. Natürlich, wenn du danach sprühst, so besser, aber es ist trotzdem immer noch schlecht. Also es wäre wirklich besser, dass du das sagen, nee, ich schaff's 3 Tage nicht zu rauchen, dann wird es dir aber gefallen tun, wenn es besser ist. Das bekomme ich sicher. Super. Kühle Getränke sind okay, Eiswürfel nicht, das ist zu kalt. Eine Kugel Eis essen darfst du schon. Und ansonsten essen, trinken, was du runterkriegst. Die meisten Leute können am ersten, zweiten Tag dann wieder irgendwann den Lauf nach normal essen. Wahrscheinlich wird es am Abend eher eine Suppe oder ein Brei, aber ab morgen, denke ich, kannst du morgen abends normal essen. Ja. Gut. Fragen? Nicht wirklich. Also in 3 Wochen hätte ich dich gerne nochmal hier. Dann würde ich dann, ja, würde ich dann kontrollieren das Ganze und das dann einfach tauschen auf einen kürzeren Stecker. Da kommst du mal her. Du machst den kürzeren Schnabel rein und fertig. Soll ich davor anrufen, bevor ich... Am besten ist, du machst den Termin gleich aus bei den Mädels unten, dass du noch dran kommst. Das finde ich eh lieber. Und ich gebe dir jetzt zur Sicherheit mal mit hier den Pflegezettel, dass ich dann alles ausführlich bin. Ja. Noch Fragen? Nein. Super, dann danke ich dir fürs Kommen. Danke euch fürs Zuschauen. Das war die Valentina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.